Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einem kleinen, entspannten, neuen Let's Play Animal Crossing New Leaf. Eins der Animal Crossing Spiele, das ich noch nicht kenne, noch nicht gespielt habe. Mal gucken, wie es wird. Ich freue mich drauf. So, wir möchten einmal neu anfangen. Oh, entschuldige, ich habe eine kurze Frage. Was gibt's denn? Haben wir 10 nach 7 am 10. März 2021? Ja, haben wir. Hier unten stehen die Antworten, das seht ihr gerade nicht. Ja, haben wir. Oh, ich hatte also recht. Das ist gut. Meine Armbanduhr, manchmal stimmt sie überhaupt nicht. Ich werde mich schnell auf den Platz hier gegenübersetzen, wenn das in Ordnung für dich ist. Natürlich. Nein, eigentlich wäre ich in der Zugfahrt lieber alleine. Wäre mal. Oh, warte. Kann ich dich nach deinem Namen fragen? Ja, das tippe ich jetzt eben ein. Das seht ihr nicht. Ihr hört's nur. Pi, natürlich. Oh, Pi. Naja, das ist ein fantastischer Name. Wenn Mali reagieren würde. Cool nicht, süß nicht. Ups, ich habe mich versprochen. Süß nicht? Ja, wirklich ein sehr süßer Name. Passt wirklich gut zu einem Mädchen wie dir. Dankeschön. Stimmt's nicht? Stimmt nicht? So, Pi. Dann sag mir, wohin fährst du? Oh, wir haben uns keinen Namen für die Stadt überlegt. Verdammt. Bei dem Test habe ich es Far Away genannt. Soll ich es hier wieder Far Away nennen? Weit weg? Weit, weit weg? Können wir es auch Sandhausen nennen? Zwar hier alles auf Englisch, muss aber nichts heißen. Nee, okay. Sollen wir es wieder Far Away nennen? Ah, eine Stadt, die Far Away heißt? Ja. Far Away. Okay. Ich glaube nicht, dass ich schon mal davon gehört habe. Ich frage mich, wo sie liegt. Oh, stimmt. Die Karte. Lass uns einmal auf die Bahnverbindung sehen. Vielleicht ist sie schon hier. Jetzt sehe ich hier eine Karte und ich kann entscheiden, finde ich die Karte gut oder finde ich sie nicht gut. Ich würde sie nehmen, weil die vom Aufbau okay aussieht. Also, ich habe schon schlimmere Karten gesehen. Ich kenne zumindest ein Animal Crossing Spiel, das ich seit Ewigkeiten spiele. ja, wir nehmen's. Ah, verstehe. Das ist also Far Away. Kommst du öfter nach Far Away? Ich war dort noch nie, ich erinnere mich nicht. Es ist ein Geheimnis. Ich war dort noch nie. Oh, das ist heute das erste Mal. Das klingt nach jeder Menge Spaß. Kann ich dich fragen, warum du dorthin gehst? Weil ich umziehe, weil ich es nicht sagen kann. Ich ziehe um. Oh, wow. Stimmt's? Das hört sich wirklich gut an.
Aber das sagtest du, als du das erste Mal dort warst, auch richtig. Das heißt, du hast dein Haus noch nicht gesehen? Nein, ich habe keinen Schimmer, wie es aussieht. Ich denke, es wird alles in Ordnung. Was? Naja, das ist sehr weise. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Na dann. Ich glaube, du bist einer der glücklichen Typen. Pi. Ich bin mir sicher, du wirst was finden. Ich hoffe für dich, dass du ein süßes kleines Haus finden wirst und jede Menge Spaß und neue Freunde machen finden wirst im Far Away. Wir kommen nun in Far Away an. Oh hey. Kommen gerade in Far Away an. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist lange her, dass ich eine Zugfahrt so sehr gemocht habe. Mir fehlt das Wort. Das bringt mich darauf, dass ich in letzter Zeit ziemlich oft und viel Zug fahre. Naja. Und ich bin immer noch nicht fertig, alle Bahnstrecken zu fahren seit 2002 oder so. Naja, das ist merkwürdig. Ein unendlicher Loop und du kommst niemals raus? Okay. Viel Glück, Pi. Bye bye. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Mal gucken, wie wir aussehen. Ich kenne das Spiel nicht, ich habe nur kurz mal angefangen gehabt. Und nicht gespeichert, extra. Jetzt ist es auch noch abends. Auch ich sehe in Ordnung aus. Willkommen in Faraway. Ich hoffe, haben Sie einen schönen Aufenthalt. Und den letzten Satz konnte ich leider nicht lesen. Mit Hut sieht die Frisur gar nicht so schlecht aus. Huhu. Na, wir werden ja gut begrüßt. Oh mein Gott. Schaut, wer angekommen ist. Habt ihr auf mich gewartet? Das ist bestimmt die Person, auf die wir gewartet haben. Wir können hier nicht einfach rumstehen. Wir sollten etwas sagen. Okay, alle zusammen. Los geht's. Und fertig. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das ist so peinlich, sowas. Major, 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 Major. Verdammt, was hieß das? Bürgermeister. Wir könnten nicht glücklicher sein, dass Sie endlich sicher angekommen sind. Ich glaube, ihr vertut euch oder ihr glaubt, ich sei der Bürgermeister? Oder bin ich überhaupt in der richtigen Stadt? Mein Kopf wird abgeschnitten, das finde ich nicht gut. Ihr denkt, ich sei der Bürgermeister? Oh, na komm schon, hör auf rumzualbern. Wir wissen genau, wer du bist. Uns wurde gesagt. Nein, du hast gesagt, mit welchem Zug du ankommen würdest. Aber vielleicht war da einer früher oder kommt einer später. Bin ich gar nicht der Richtige. Vielleicht bin ich auch nur zufällig da. Ihr vertut euch. Du kriegst keine kalten Füße, oder? Sei nicht dumm. Es wird alles in Ordnung sein. Mach dir nicht zu viel Gedanken. Ich persönlich denke, ein bisschen Angst wird dich zu einem besseren Bürgermeister machen. Also so auf Selbstqualen und wie heißt das denn noch? Nicht Sasomado, sondern Rassismus oder wie es das heißt, stehst du schon, kann es sein? Ich kenne deinen Namen nicht. Na, hey, warte! Naja, wir sollten diese Diskussion in der Stadthalle weiterführen, oder? Hier ist die Karte von Far Away. Damit du dich zurechtfindest, Bürgermeisterin Pi.
Dass es da aufleuchtet, ihr seht es gerade nicht. Ich könnte hier auch mal... Da haben wir die Karte. Das, was gerade aufleuchtet, ist die Stadthalle. Ich kann mich nicht bewegen. War das vielleicht mit Controller? Nein, das war nicht mit Controller. Moment. Jetzt können wir uns bewegen. Hat ein klein wenig gedauert. Ich muss auch erst mit der Steuerung hier klarkommen. Okay. Brauchen wir die Maus jetzt gar nicht mehr. Das ist ein Drama. Bürgermeister, die Stadthalle wird ihr neues Büro sein. Oh. Und ich habe total erwähnt, dass ich habe total vergessen zu erwähnen, dass es hier auch Personal gibt. Nein, dass ich das Personal bin. Ich bin Isabel, ihre Sekretärin. Und ich bin hier, um Ihnen bei allem zu helfen, wie ich nur kann. Aber um ehrlich zu sein, bin ich etwas überrascht, dass jemand so jung ist wie Sie aus dem Zug ausstieg. Ich meine, unser vorheriger Bürgermeister hatte diese Position für viele, viele Jahre und hat schon ziemlich seinen Stand gehabt. Aber die Jugend bringt ein bisschen frische Luft rein, oder nicht? Das ist genau das, wonach wir in dieser Stadt hier suchen. Wir sind perfekt für diesen Job. Okay. Natürlich müssen Sie sofort anfangen mit Ihrer Arbeit als Bürgermeisterin. Dafür müssen wir erstmal die Registrierung Ihres Wohnortes vorantreiben. Bürgermeister sollte einen Wohnort haben, oder nicht? Also, wie ist Ihr Name, Bürgermeisterin? Geht dich in den Scheißdreck an. Oh, wirklich? Pi? Hm. Okay, jetzt wo ich Ihren Namen habe, als nächstes... Oh nein, das ist schrecklich! Was? Wie kann ich nur... ich kann nicht glauben, dass ich etwas so Wichtiges vergessen habe. Ich habe sie als, ich habe vergessen, sie als Dorfbewohner, als für mich sind es Dörfer, schön, Entschuldigung, für mich sind es böhmische Dörfer, immer schon, als Dorfbewohner vergessen einzutragen und sie brauchen noch eine Adresse. Pi, wissen Sie schon, wo Sie leben wollen? Es gibt hier keine freistehenden Häuser, aber Sie können jederzeit eins bauen. Ja, danke. Also bin ich obdachlos. Wir sollten wirklich entscheiden, wo Sie leben wollen wollen. Leben wollen wollen, was? Und nun sind Sie den ganzen weiten Weg in diese Stadt, in die Stadthalle gekommen für nichts. Es tut mir sehr, 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 sehr leid. Auf der anderen Seite der Zugschienen, auf der Hauptstraße, gibt's Nook's Home, also Homes. Das Einwohnermeldeamt, was weiß ich. Ah, natürlich, das macht vielleicht mehr Sinn, wenn Sie einmal auf die Karte gucken würden. Moment, wir gucken mal auf die Karte. Ja, der Stern, der blinkt. Da ist es. Da. Nach den Bahnschienen auf der Mappe. Mappe. An. Auf der Karte
Wir müssen nach Norden und dort auf die, um dort auf die Hauptstraße zu kommen. Etwas frische Luft und Bewegung würde Ihnen ganz gut tun. Ja, danke. Das ist ein stilles Zeichen dafür, dass ich fett bin. Ein kleiner Trip zur Hauptstraße ist vielleicht das, was wir beide brauchen. Ach, kommst du mit? Nee, es gibt mir eine Chance, hier zu bleiben und mit der Registrierung weiterzumachen. Und du solltest Nukes Homes finden. Wenn du einen Ort hast, in dem du leben kannst, komm bitte zurück und lass es mich wissen. Du Kuh. Ich weiß schon, warum ich dich nicht leiden kann. Sie soll ja sowieso so creepy sein. Kann ich denn nicht rennen? Nö. Nur hoch und runter? Das ist doch echt lachhaft. Wie renne ich denn? Kann nur hoch und runter rennen? Nee, auf einmal geht's auch so. Nur auf D geht's nicht. Was? Nö, da geht's nicht. Egal. Wir werden's überleben. Entschuldigung. So, Nukes Home. Da. Schönen guten Abend. Oh, hallo. Willkommen. Sie müssen der neue Bürgermeister sein, stimmt's? Isabelle hat von der Town Hall. Warum verlässt mich immer das Wort? Von der Stadthalle hat mich darüber informiert, dass sie vorbeikommen werden. Ja. Alpi. Sie sind heute hier, weil sie ein Haus bauen wollen, stimmt's? Sehr gut. Ich kann ihnen eins hinbauen, egal wohin sie wollen. Am Arsch der Welt. Also, hast du schon entschieden, wo du eins haben willst? Ja, ich habe mir die Karte noch nicht wirklich angeguckt. Gut, das wird also nicht lange dauern. Bring mich nur dahin, wo du hin willst, wo du ein Haus haben willst und dann wird losgebaut. Guck mir einmal schnell auf die Karte. In der Nähe der Brücke vielleicht? Dann können wir schnell rüber wechseln. Ich will aber auch immer gerne am Strand sein, aber wir haben ja noch keine zweite Brücke. Dann komme ich noch nicht so schnell rüber. Das Haus kann ich nie wieder umsetzen. Also runter an den Strand. Hä? Jetzt kann ich auf einmal auch so rennen? Nur da wäre nicht. Pff, ist doch echt lachhaft. Ja, ich liebe Bäume. Ich umarme sie ständig. Ja. Einmal auf die Karte gucken. Da, wo wir jetzt stehen. Da wird es hingebaut. Hier möchte ich. Ja. Hier möchtest du dein Haus hinbauen? Ja, möchte ich. Ja. Hier ist eine Menge Platz, um ein Haus zu bauen. Und es gibt einen Fluss in der Nähe. Also kannst du jede Menge fischen und die Natur oder in der Natur sein. Perfekt für sportliche Aktivitäten. Mhm. Hab ich ja schon gesagt, wurde ich sei zu fett.
Warte einen Moment. Lass uns mal sehen. Es wird ungefähr so aussehen. So? Sieht das aus wie, sieht das aus? Könnte es dir gefallen? Könnten wir noch umentscheiden? Ich finde es mega süß. Das ist nicht, aber. Ja, so. Okay. Dann ist es entschieden. Es wird einige Zeit brauchen, bis das Haus, bis dein Haus fertig gebaut ist. Also, heute sollten wir zumindest den Platz für dich reservieren. So, los geht's. Ja, ja. Wunderbar. Und wo schlafe ich dann? Tada! Der Platz ist nun offiziell deiner Pi. Natürlich plus die Kosten des Landes, die Materialien, das Aufbauen etc. Naja, meine Berechnung ist ziemlich kompliziert, also kann ich jetzt nicht sagen, wie teuer es sein wird. Ich sage dir die kompletten Kosten später. Danke. Ja. Vielen herzlichen Dank. Das heißt, es wird Wucher. Wenn es mir jetzt nicht sagen kann, so ungefähr zumindest schon mal die Grundsumme. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, sie sind sehr, sehr beschäftigt, seit sie hier sind. Wenn sie, sich um andere Sachen gekümmert haben, sollten sie nochmal an meinem Laden vorbeikommen und sie kriegen dann die Rechnung, hm? Ah, aber sie brauchen einen Platz, wo sie schlafen können. Ach nee, wirklich? Ein Moment. Na toll. Tada! Ich lasse sie das Zelt ausleihen, wo sie zumindest etwas schlafen können. Sie haben selbst einen Briefkasten, wo sie auch Briefe empfangen können. Sieht ein bisschen schäbig aus, aber ich wette, sie haben noch nie ein Zelt mit einem Briefkasten gesehen. Ich möchte kotzen. Ich habe das angefangen zu spielen, weil ich sowieso schon schlechte Laune habe und ich mag Animal Crossing. Aber jetzt bringt er noch so doofe Witze auf meine Kosten. Naja, ich werde jetzt zu meinem Laden zurückkehren. Hier sollten sich unsere Wege trennen. Pi. Müssen sie zurück in das Stadtzentrum? Jetzt, wo sie wissen, wo sie leben, wohnen sollen, sollten sie sich jetzt registrieren als Dorfbewohner. Also sollten sie mit Isabel reden. Weiß ich schon, danke. In der Zwischenzeit werde ich alle Berechnungen anstellen und dann sollten sie zurück in meinem Shop kommen. Danke für was auch immer. Business. Danke fürs Business. Ich, bin Ihnen sehr dankbar. Ja, ja. Arsch.